I can't believe Firewalk is playing a show at the old mill. Fuck yes! Mom would kill me if she knew I was out here. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Life is Strange Before the Storm. Ja. Nachdem wir jetzt Senua Saga Hellblade 2 durchgespielt haben, was ja ein sehr düsteres Abenteuer war, habe ich mich dazu entschieden, jetzt mit Life is Strange Before the Storm anzufangen, nachdem ich mit meiner Freundin während des Summer Games Festival, was zum Zeitpunkt des heutigen Tages immer noch am Laufen ist, festgestellt habe, dass ich Before the Storm überhaupt noch gar nicht gespielt hatte, sie auch nicht, und tatsächlich auch den ersten richtigen Life is Strange Ableger auch noch gar nicht richtig gespielt habe, sondern nur teilweise weiß, was passiert. Und auch im Hinblick darauf, dass im Oktober diesen Jahres, also 2024, ein neuer Life is Strange Teil rauskommt, ist die Entscheidung gefallen, auf Life is Strange Before the Storm als Nachfolgerprojekt zu Senua Saga Hellblade 2. Und warum wir erst Before the Storm spielen, ist für mich so zu erklären, indem ich geguckt habe, wie man Life is Strange am sinnvollsten spielt, und da ist Before the Storm tatsächlich der erste Teil, also quasi von der Geschichte her der erste Teil, den man spielen muss. Und ja, in dieser Hinsicht habe ich mich dazu entschieden, dass wir das so machen. Wir laufen dann aber langsam mal los, bevor ich mich jetzt hier noch ewig weiter verquatsche. So, wie gesagt, also ich weiß, wer das hier ist. Ich kenne schon ein bisschen was von ihr, wie gesagt, dadurch, dass ich ein bisschen von dem eigentlichen ersten Teil quasi schon gespielt und gesehen habe. Aber gut, so, wir sind jetzt hier am Zaun, den sehen wir uns nochmal an. No trespassing? No way. Und wir springen drüber. Holy shit. Da wollen wir rein. Das alte Sägewerk. This place is awesome. If I'm gonna get inside, I'll have to get through that door. Genau so sieht's aus. Gut, aber bevor wir da reingehen, schauen wir uns natürlich selbstverständlicherweise noch ein bisschen um. Maschinen ansehen. That saw looks ancient. I wonder how long ago the mill actually closed. Wahrscheinlich schon eine sehr, sehr lange Zeit. An old lumber car. Guess it's been years since anyone's actually worked here. Ein Papierschnipsel. If I owed somebody $1,000, I'd be shitting my pants. 3.5. Sure vs. Goldie 3-1. Einsatz $1,000. Verlust minus $1,000. Damon Merrick. Was haben wir denn hier? Einen Streit. Ansehen. Those guys need to get a room. Ja, das sollten sie. Or not. Damn. Mind your own business. Ein Wohnwagen, den schauen wir uns dann natürlich gerne auch nochmal an. This RV is just begging for a little street art. But if I do it here, someone will see me. Ja, nun. Benzinkanister? Ansehen. Guess fire safety isn't exactly high on the agenda here. So, das Lagerfeuer können wir uns ebenfalls ansehen. Some say the world will end in fire. Vielleicht wird sie das auch, ja. Mom would totally flip her shit if she knew I hiked for an hour just to see a show. This place is sketchy as hell. An old abandoned building in the middle of nowhere, miles from home. Home. Right. Now I remember why I'm here. Any place is better than home. Ja nun. Gut. Ich glaube, da kommt jetzt nichts mehr. Dann können wir auch auf einmal aufs Base drücken, um zu verlassen. Benzin haben wir uns schon angeguckt, den Benzinkanister. Die Motorräder aber tatsächlich noch nicht. I'd join a motorcycle gang. If I had any friends. Ja nun. Hundezwinger. This place has collected a lot of junk over the years. Ja. Oh, ist noch eine zweite Tür, aber ich glaube,
Die sieht ein bisschen zu aus, aber wir können ja trotzdem gerne nochmal gucken. A second door inside. So close and yet so far. Anhören. This band shreds so hard. I gotta get in there. Das werden wir. Wir wissen bloß noch nicht wie, aber wir werden es definitiv. So. Hier hinten gibt es da auch noch was zu sehen. Nee. Ah, warte mal, eine Platte. Aha, Ansehen oder Graffiti. Wir schauen natürlich. Perfect place for me to work. Und dann Graffiti. Now what to draw? Kein Meth-Labor oder gratis Süßigkeiten. Gut, also jetzt sind wir so an dem Punkt, worum es ja eigentlich in Life is Strange geht. Und zwar Entscheidungen zu treffen. Ich denke mal, das muss ich keinen erklären, weil wahrscheinlich fast jeder außer ich hat irgendwie schon mal Life is Strange gespielt, gesehen oder weiß Bescheid darüber. Solange wir die Zeit haben, wie jetzt hier, werden wir wohl auch im Laufe des Projektes des Öfteren mal ein bisschen drüber nachdenken. Ich werde meine Gedankengänge erklären, aber ich weiß tatsächlich auch, dass es Entscheidungen gibt, die ein Zeitlimit haben. Da müssen wir dann schnell und rational entscheiden. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde nur gesagt haben, dass ihr euch nicht wundert, dass ich mir für manche Entscheidungen vielleicht ein bisschen länger Zeit lassen werde. Gut, nun zurück zum kein Meth-Labor oder gratis Süßigkeiten. Was machen wir denn da Schönes dran? Ach komm, wir nehmen einfach mal die gratis Süßigkeiten. Hey Kids! Free Candy. Ob das so gut war? I'm sorry, officer. It says what on the side of my RV? Ui, gut, das Lesen machen wir dann, glaube ich. Oh, wir haben eine Menge zu lesen. Wirklich eine Menge. Ui. Das Lesen, würde ich sagen, machen wir dann mal, nachdem wir hier das Konzert wahrscheinlich uns irgendwie angehört haben. Und zwar, weiß nicht, ob wir das in der Folge noch schaffen. Ich meine, die ist jetzt noch recht jung, aber wir schauen mal. Und Tori, die hat man uns natürlich schon angeguckt, ne? Ja, gut, dann bleibt nur noch der Türsteher übrig. Der uns aber, denke ich mal, wohl kaum reinlassen wird. I've got to figure out how to get past this guy. Help you, miss? You gotta let me in. Check it. I'm totally legit. It's not a bad fake, kid. But you're in over your head here. Do yourself a favor and scram. Nun. Can't let him push me around. Should I go back and stand up to him? Or can something around here help me convince him? Ich glaube nicht, dass es wie hier durchkommen, was jetzt eigentlich dafür spricht, dass wir nochmal mit ihm sprechen sollten. Aber ich weiß nicht, ob das so viel bringt. Die beiden streiten dann nur mit den Maschinen. Ich glaube nicht, dass wir seinen Kopf hier irgendwie... Okay, nein, das lassen wir, den Gedankengang. Der Papierschnipsel wird uns auch nicht weiterhelfen. Und hier kommen wir auch nicht weiter. Heißt, eigentlich bleibt uns nur übrig, nochmal mit ihm zu reden. Aber ich glaube kaum, dass er uns... Oder kommen wir hier lang? Keep walking, kid. Ach, ich darf gar nicht da rein. Okay, also ja, hat man schon lumber car. Guess it's been years since anyone's actually worked here. Das wäre natürlich auch eine Idee, da irgendwie durchzukommen. Aber gut, dann reden wir mal mit ihm. God, again? What do you want, kid? Die Mühle, dein Motorrad weggehen. This is the old mill, right? I heard Firewalk is playing here tonight. They're awesome. Nope. Mhm. Are you kidding? You should probably just go. Dein Motorrad. Is that your bike over there? Yep. It's pretty cool. Mhm. Gee, thanks. Is that all? Lass mich rein, und zwar sofort. Du hast eine Widerworte-Herausforderung begonnen. I have to convince this doorstop that I'm not giving up until he lets me inside. Wenn du Widerworte gibst, benutzt du Argumente und Beleidigung, um jemanden dazu zu bringen, das zu tun, was du möchtest.
Don't you remember what it's like to be a teenager? I just want to see the band. I thought we went over this. Isn't it past your bedtime? Achte für eine erfolgreiche Herausforderung darauf, was dein Gegenspieler sagt. Wähle dann eine Antwort, die dessen Worte gegen ihn einsetzt. Keine Schlafenszeit, deine Schlafenszeit, tu mir einen Gefallen. Oh, dann nehmen wir doch mal deine Schlafenszeit. Isn't it past yours? Real cute. But I still don't know you. Achte wieder auf die Worte deines Gegenspielers. Niedlich. Niedlich ist nicht. Niedlich ist relativ. Wem tut's weh? Wir nehmen Kittens riding tiny mopeds are cute. I'm more like Red Sonja riding a panzer tank. Okay, kid. I get it. You're tough. Das ist kein Spielplatz. Bin ich deine Kleine? Na gut, ich schleife mich rein. Maybe I am a kid. Because this place looks like a damn playground to me. A girl like you? I can't protect you in there. Mädchen haben's drauf. Ich bin nicht besorgt. Ein Mädchen wie ich. Wir sind auch nicht besorgt. What happens to me is my business. Let me worry about that. My boss will kill me if I let you in. Boss ist ein Scheiße, zieh einfach weg. Wer ist dein Boss? Your boss, your mom? Follow up. Do you live in your boss's basement? Okay. You're funny. But that's not the point. Fun. You know, you can't spell fun without F U. You're not accepting no for an answer. Nein, das tun wir nicht. Nope. And you really think you can take me? Yep. What if I had a knife? No problem. A gun? Don't care. What if I had... You could have a flamethrower, an army of robot ninjas, and a motherfucking dragon on a leash in there, and I'd still kick your ass. I give up. You're all right, kid. Go on in. Sehr schön. Haben wir es ja doch irgendwie geschafft. Ladebildschirm. Auch sehr schön. This is intense. Shit. Hey, Delia, come. Cute dog. Das ist ein interessanter Platz, sagen wir es mal so. Just follow the lights and the sound. Can't wait to get in there and thrash. Oh, ein Pitbull. Ansehen. That dog is fierce. Ob Streiche eine gute Idee ist? What's her name? Delia. Sieht dann aus, als wäre es eine gute Idee. She doesn't usually like people. Yeah. Me neither. So, so. Ein betrunkenes Mädchen. Das schauen wir uns auch mal an. Sober up, girl. You're missing the show. Ich glaube, die hat gerade andere Probleme als die Show da drin. Damon Merrick again? Who is this guy? Das ist eine gute Frage. Handbremse ansehen. Looks like that parking brake is the only thing keeping that car from rolling down the ramp. T-Shirt-Verkäufer ansehen. Is that guy selling merch? Wish I had some cash. Hey, are you selling any... 20 bucks. What? 20 bucks for a t-shirt. That's really expensive. Dick. Können wir mit der... That shirt is rad. Können wir das nicht einfach so von hinten nehmen? Hey, I told you 20 bucks. You looking to get beat? That guy's a dick. If I want a shirt, I'm going to need to get creative. Sag ja, Handbremse.
Yeah, no shit. This car could slide down any minute. Wir lösen sie einfach. Sorry, dude. Maybe you shouldn't overcharge. Shit! No, 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 no! Come on! Können wir uns jetzt ein Shirt nehmen? Thanks for playing, Dick. Wir können. Oh, yeah. Sweet, sweet victory. Ist da noch was? That's like 200 bucks. Liegen lassen oder stehen? Ach komm, wir gehen mal das Risiko ein. Diese Tat wird Konsequenzen haben. Holy shit, I'm rich. Ansehen. Nothing sadder than a neglected bong. Zwielichtige Typen, mein Gott. Sketch Central. Ein Messer? Sweet knife. Just like the one my mom refused to get me for my birthday. Ja, nun. Relaxes Mädchen. How can you just chill when Firewalk is tearing it up in the next room? Ja. Treppe. Ansehen. Half those stairs are rotted through. Looks dicey. Oh, ein Rehkopf. Don't you judge me, spooky deerhead. I'm here for the band. Dartscheibe. Reminds me of the way I make important life choices. Nun, Frank und Spritzen. No thanks. I try to avoid hepatitis when I can. Ansehen. Frank Bowers? What is he doing here? Wer ist Frank? Yo, Frank! Hey! Chloe? I know your name, you idiot. You bought pot for me every month for a year. Ach so. Look at that getup. Studs, you're trying too hard. What are you even doing here? I'm here to see Firewalk, man. They rock. How'd you even hear about this little shindig? Ha, the internet. How was else? Sonst? Seriously? Fucking kids. Kommst du oft her? Wie wär's mit... Ja, okay. Okay, so you holding? I could definitely use something to take the edge off. Of course. As soon as you give me the 175 bucks you owe me. Oh. Streckst du mir was vor? Hier ist Bares. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber... Toss in a okay. Dime bag and we'll call it square. Hey, hey! What are you waving around this kind of money here for? You really don't think before you act, do you? Nope. So, where's my pot? No more loans. I'm not your fucking piggy bank. You're a good man, Frank. No. I'm not. Now beat it, Price. You're cramping my style. Kommst du oft her? So, you come here a lot, or... Yeah. Okay. Right. It's cool. I'm really glad you approve. I'll see you later. Whatever. Gut. Bartscheibe. Ja, hier hat man es ja schon angeschaut, ne? Oh, Bier. Cold beer, free for the taking. Dann bedienen wir uns. Drink more, feel less. Yes, please. Ein
Sägeblatt Graffiti, okay. Graffiti everywhere. I think they missed a spot. Kündigung an einen betrunkenen Typ. That's totally me in 5 beers. Dann sollte sie nicht mehr davon trinken. Okay, 3. Ja. Was haben wir denn hier noch? 300 dock workers laid off, their pensions canceled? God, Prescott's a real tool. Die Prescott-Stiftung geehrte Mitarbeiter des Hafenarbeiterverbandes von Arcadia Bay. Die Prescott-Stiftung, die vor kurzem die Arcadia Bay Marine Corporation als Teil eines Insolvenzverfahrens erstanden hat, hat beschlossen, ihre Arbeitsstelle zusammen mit den Arbeitsstellen aller 307 Mitglieder ihrer Union zu eliminieren. Außerdem liquidiert die Stiftung alle Fonds der ABMC, eingeschlossen der Rentenkasse der Hafenarbeiter. Die Zahlung als gegenüber Verbindlichkeiten bewilligt wurde. Beachten Sie, dass Ihr Arbeitsvertrag es Ihnen untersagt, jegliche Firmenpraktiken oder Arbeitsweisen, eingeschlossen der Details dieses Personalabbaus, offenzulegen. Viel Glück, mit freundlichen Grüßen, Sean Prescott. Ja, nun, ne? Ansehen? Damn, there are a lot of people here. Komm wieder, aber durch. Ich meine, klar, wir können uns durchboxen. Ich gehe mal von... Gut, Treppe ist keine Möglichkeit. Ein Poster. Haben wir auch noch nicht gesehen. Classy. Ja, nun. Hier ist zu. Heißt, wir müssen uns da auf jeden Fall durchboxen. Here we go. Na dann, versuchen wir uns mal durchzuboxen. Ui. Fuck. Hey. You okay? I'm fine. Relax. You bumped into me, remember? Die Meinung sagen oder? Na gut, entschuldigen können wir uns ja. My bad, dude. You don't know who I am, dude. Sollten wir das? Nope. Don't care either. Let me know how that works out for you, bitch. All right, mosh pit is a no-go. Fine. Ach, jetzt ist die Treppe relevant. Maybe I can get a better view of the action from up above. Neuer Dialog freigeschalten. Ach, Frank. Nun. Ja, da bleibt uns ja nur die Treppe, oder? Warum können wir mit Frank noch reden? She returns. Wo führt die Treppe hin? Wer war der Typ gerade? Bis später. Wir fragen einfach mal, wer der Typ war. Did you see that guy I ran into? Acted like I was supposed to know who the hell he was. Ah, yeah. I know him. He works for Damon. Damon Merrick? Ah. I see you've heard of him. This is his place. Damon's a friend of mine. Klingt ja trotzdem nicht so gut, weil vor dem Freund fehlt ja was. Wo führt die Treppe hin? Where do those stairs go? Up? Ja. Real helpful, Frank. I mean, will I get a better view of the band up there? How the fuck should I know? Floor above's rotted all to hell, okay? No one goes up there. Fine. I'll see you later. Kein Whatever. Mensch, außer wir wahrscheinlich, oder? Ja, dann machen wir das. Ob das so eine gute Idee war, ich weiß es ja nicht. Finally made it. I can't believe it. Immerhin können wir Ben gut ab. So, als ob das nicht auffällt, dass da jemand jetzt gut jetzt sitzt. Ich glaube, das scheint allen recht egal zu sein. Verlassen.
Heißt, können wir das? Müssen wir das? Können wir, oder passiert da jetzt noch irgendwas? Das ist jetzt natürlich eine gute Frage. Also, wir könnten Space gucken, aber ich weiß nicht. Oder, nein, noch passiert, wiederholt sich ja nichts. Sonst müssen wir gleich mal Space drücken. You spilled my beer, bitch! Die beiden schon wieder. You should be more careful. It's a rough place. I don't like your attitude. Beleidigen, dich entschuldigen, weggehen. Boah, na dann. Then how about I show you how unimpressed I am with limp dick assholes who get butthurt over a spilled beer. Alleine, I think she's beiden, calling ne? us out, dude. She's gonna regret every word. Every word. Und die Tat scheint keine Konsequenz zu haben. This is gonna be good. I'm gonna teach this little punk some manners. I'm serious. You wanna see me get angry here? Because I'm getting there. And it won't be pretty. It won't. She thinks she can take you? Ah. Hey, dickhead. Oh, hallo, ja. Wo sie ist. Wählerweise, diese Tat wird eine Konsequenz haben. Wegrennen oder angreifen. Jetzt kann man ja die Gunst der Stunde nutzen, weil er hat uns ja immerhin noch, ne? Ah, nun. Rachel? Ah, Rachel also. Come on! Gonna happen. Calm down. Come on, man. Walk away. Screw this. Yes. Bullshit. Get the fuck out of here. Ehren, Frank. Gut, müssen wir also doch mitten in der Menge. Nun, ich weiß noch nicht, ob unsere Entscheidung, beziehungsweise meine, sind ja nicht unsere Entscheidung, sondern meine, so gut waren, die wir da getroffen haben. Naja. Ich bin auch mal gespannt, weil ich glaube, am Ende von Life is Strange, zumindest war es beim dritten Teil so, True Colors, den, oder halt nicht beim dritten Teil, sondern vierter ist es ja, True Colors, da wusste ich, dass am Ende mal angezeigt wurde, wie die anderen gewählt haben. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, am Ende von einer Episode. Gut, und wir sind jetzt anscheinend wieder bei uns im Zimmer. Square Enix. Ja, da liegen wir auf dem Bett. Deck 9. Wir haben ein blaues Auge davon getragen. Life is Strange Before the Storm, Episode 1. Erwacht. So, Space verlassen. Ja, ich denke mal, dass hier nicht viel passieren wird, außer dass wir beide dann auf dem Bett liegen werden und rauchen. In dieser Hinsicht können wir, glaube ich, gleich, nachdem es ein bisschen rumgeschwenkt hat, auch auf Space drücken und dann langsam die Folge beenden. Ja, das machen wir dann auch. Shh.
Sometimes, all I want to do is shut my eyes and tell the world to go to hell. Gut, Tagebuch ansehen, das machen wir dann noch. Daily rituals are important. Even when they involve writing unread letters to friends who have forgotten you. Das lesen wir dann alles in der nächsten Folge einfach mal. Weil sonst würde das jetzt den Rahmen ein bisschen sprengen, glaube ich. Hey Max. Hey Dad. Another day in paradise. Right? Ja, nun. Rolling. Wakey, wakey, eggs and bacon. Last night, seeing Firewalk live. The skeevy assholes. That girl. Was that really Rachel Amber? Wer weiß. Gut. Smell like cigarettes and beer. Better change clothes. Ja, das machen wir. Aber erst in der nächsten Folge. In dieser Hinsicht bedanke ich mich natürlich recht herzlich fürs Zuschauen. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann wird es mich natürlich auch freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge von Life is Strange Before the Storm ebenfalls wieder mit am Start wärt. Aber bis dahin, ciao!